Freunde, was soll ich sagen? Ich muss applaudieren. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Adolf. Es ist zurückgetreten. Ein Segen für alle. Es ist vollbracht. Mann, Mann. Make the Hoden better again. Ja, es ist vollbracht. Endlich. Ich bin ja froh, dass meine Worte, mein Video das mit dazu beigetragen hat. Die Sachen, die ich zuvor in den Threads schrieb, wofür sie mich abgesägt haben. Es hat was gebracht. Mein Ziel ist erreicht. Adolf. Ist weg vom Fenster. Mein Gott, freue ich mich für die Leute. Mann, Mann, Mann. Erstmal danke für das super Feedback vom letzten Video. Das wird jetzt mein letztes Video zu dem ganzen Thema werden. Ja, nochmal eine kleine Dankesagung an all die Leute, die real sind. An Tobias, an Snooky, an André, an Tom, an Jay. Alle, die ein Problem mit dem Wert Adolf hatten, die sich getraut haben, dazu was zu sagen. Nochmal von mir. Ihr habt's ja gesehen. Ich hab mich gestern schon mit jemandem unterhalten, da haben wir uns schon gewundert, warum Adolf hat wieder so einen mega lächerlichen Text raus? Ist es sein letzter Rundumschlag, dass er dann aber darauf hin dermaßen unter dem Druck zusammenbricht und die Liga verlässt? Ja, Kompliment kann man ihm dafür nicht geben. Immerhin hat er jetzt fast ein Jahr nur Scheiße gemacht. Aber man muss auch mal konstatieren, er ist zurückgetreten. Er hat eingesehen, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und worüber ich mich richtig freue, für die ganzen Jungs, die jetzt nicht mehr unter diesem Mann, unter seiner Führung die Ligarennen fahren müssen. Also, puh, also ich bin wirklich glücklich darüber. Ich bin auch glücklich, dass sie die ganzen Leute, die was dazu gesagt haben, nicht gesperrt haben. Jetzt ist Make the Hoden better again. Adolf ist weg. Wunderbar. Also, ja, da seht ihr ja mal. Es waren so viele Fakten in meinem letzten Video und er konnte gar nicht mehr anders. Was meint ihr, wie das an ihn genagt hat, dass man mal die ganzen Sachen einfach mal aufgetischt hat? Schaut euch den Thread an. Bis zuletzt hat er noch richtig einen auf Halligalli gemacht. Und mit einem Rundumschlag wollte er dem André was beweisen. Mit dem hat er sich eigentlich nur blamiert, weil da immer und immer wieder die gleiche Scheiße steht und er einfach nur arrogante Scheiße geschrieben hat, die gar nichts gebracht hat, weil er hat's ja trotzdem gemacht, egal wie er schreibt. Und wenn dann seine Vornspacko Pussy und Pussy ihren Daumen drunter setzen. Leute. Ach, hey. Das sind ja diese Leute, die sich gegenseitig so die Rosette küssen. Ist ja klar, das ist halt, ja, das sind die halt. Und dafür muss ich sagen, auch wenn er so viele hat, die ihm die Rosette küssen, dafür Hut ab, dass er dann trotzdem aussteigt. Das musst du erstmal machen. Also da muss ich sagen, Hut ab. Hut ab, dass du eingesehen hast, dass du scheiße bist. Also wunderbar. Wunderbar. Adolf. Is out. He's out, Freunde. Jetzt gut, jetzt ist noch sein, ich sag mal, leicht geistig gestörter Freund Quasimodo. Aber das ist zu verkraften. Das ist zu verkraften. Ja, Freunde. Er ist raus. Mein Gott. Ich muss ja schon mal sagen, wir hatten, glaube ich, 20 Likes in den ersten zwei Tagen auf dem Video. Und nach kam dann immer so Schübe. Dann kann innerhalb von einer Minute 5 Dislikes. Also, und jetzt steht's irgendwie unentschieden bei dem Video. Also wisst ihr ja, was da Sache ist. Auf jeden Fall danke für die Likes auf dem letzten Video. Ich muss einfach sagen, schön. Schön, schön, schön. Ja, und es ist alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ich habe die Sache in Russland schon angesprochen. Adolf. Laut sein, sei es im TS Leute beleidigen, sei es im TS Leute vor Rennen provozieren, sei es im vorm Rennen Extrawürste haben. All das hat er sich rausgenommen als Ligaleiter. Aber ja. Das ist jetzt vorbei. Jetzt ist er ein normaler Member wie ihr alle. Und ich muss nur eben einen Schluck hier nehmen.
Mich freut es für die Racer, die unter fairen Bedingungen fahren wollen. Dafür freut es mich. Es ist ja schade, dass ich bin mir sicher, dass André eine große Chance auf die Wurstbrot-WM gehabt hätte. Aber er ist ja freiwillig ausgetreten. Die letzten Rennen wären seine Strecken gewesen. Ja, Adolf. Hat er sich das leicht gemacht. Ja, er hat sich's leicht gemacht. Die haben jetzt halt versucht, jetzt haben sie gedacht, ah, der Basti ist der Unruhestifter, den schmeißen wir mal raus. Unruhestifter in Anführungszeichen, einer, der die Wahrheit mal sagt. Ja, und jetzt können sie ja nicht, wenn der Tobi, André und so weiter da ihre Wahrheit reinschreiben, die alle rausschmeißen. Von daher, damit würden sie sich ja lächerlich machen. Aber sie haben jetzt gesehen, dass die Wahrheit da draußen ist. Jetzt stellt euch mal im Hintergrund die Akte X-Musik vor. Die Wahrheit ist da draußen. Die Sache ist geklärt. Und zum Thema. Adolf. Hat sich keinen Vorteil verschafft. Ich jedenfalls. Und das ist mein abschließendes Statement. Bin echt glücklich, dass ich jetzt sehe, dass, ja, ich sag mal, der Tumor beseitigt wurde. Der hat sich quasi in Luft aufgelöst von selbst. Ich bin echt glücklich darüber. Und jetzt hat Stalin einmal mehr die Möglichkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen und jemanden richtig reinzunehmen. Hat er jetzt 3 Jahre mit versagt, aber vielleicht macht er diesmal die richtige Entscheidung und nimmt einen rein, der lange dabei ist, der erfahren ist und der sich nicht wie ein Kleinkind verhält. Das würde dem Hoden wünschen. Und wenn sie das macht, dann wird es auch wieder aufwärts gehen. Dann werden die Leute auch wieder Spaß haben. Ich hoffe, die ganzen Leute, die jetzt gesagt haben, wir hören auf, die fahren da wieder mit. Ist für alle eine schöne Sache. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei André bedanken, bei Tobi bedanken, mit dem ich schöne Gespräche hatte mit beiden. Möchte mich auch bei Tom bedanken und bei Jay bedanken. Ja, wir hatten uns über alles schön unterhalten und ja, wir waren alle einer Meinung und jetzt ist es geschafft. Ich hoffe, ihr habt jetzt da eure Ruhe und könnt in Ruhe eure Rennen fahren. Das wünsche ich mir. Und ja, das war mein abschließendes Statement. Und noch eine Nachricht an Adolf. Wenn ich mal hier so in sein Thread mal reinschaue. Ja. Auch wenn er schreibt, er geht nicht, weil die anderen sagen, er hat sich Vorteile rausgenommen. Genau das hast du gemacht. Und du hast auch die Leute Strich und Faden versucht zu manipulieren und zu verarschen. Aber das ist nun mal deine Art. Adolf. Oder ich kenne deinen echten Namen nicht. Oder Internet-Troll oder wie du dich auch nennen könntest. Das ist, ja, das ist deine Art. Leute versuchen zu manipulieren und zu betrügen. Und, ja. Das ging nicht auf. Adolf. Wir sind hier nicht im PlayStation-Bereich, wo dir jeder die Eichel küsst. Wir sind hier im PC-Bereich. Und da wird Tacheles geredet. Und da kommst du nicht damit durch mit solchen Klamotten. Und genau deshalb aus der Ligaleitung raus. Und nicht, weil du freiwillig gehst, um den Druck von der Liga zu nehmen. Du bist raus, weil du ein Betrüger bist und weil du von allen PC-Leuten auch Pussy und Pussy bekommen hast. Genau deshalb bist du raus. Genau deshalb bist du raus und aus keinem anderen Grund. Du brauchst jetzt gar nicht in den Spiegel gucken und dir vorerzählen. Adolf. Du bist raus, weil du versagt hast in der Ligaleitung, weil du menschlich versagt hast, weil du sportlich versagt hast und weil du echt unter der untersten Schublade, unter der Gürtellinie echt eine schlechte Person bist. Genau deshalb bist du jetzt aus der Ligaleitung raus. Ja. Und könnte ich noch liken, ich würde deinen Beitrag liken, aber ich kann es dir auch so sagen, I like, dass du raus bist. Ja. Die Liga hat's verdient, dass du raus bist. Adolf. Die Liga kann endlich wieder Spaß haben. Und ich hoffe, Stalin, dass man endlich keine falsche Entscheidung trifft und Leute nach Sympathie einstellt, sondern Leute, die erstens qualifiziert sind, zweitens was auf dem Kasten haben und drittens ja so kompetent sind, dass sie in Liga mitfahren können und fair bleiben können. Das würde ich mir wünschen. Ja, Freunde. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Geht raus in die Sonne. Ja. Und von mir kommt bald wieder F1-Content. Könnt ihr euch drauf freuen, Leute. Haut rein. Ciao.